Zug mit, präsentiert von der Appenzellerbahnen. Vor genau 10 Jahren ist Linda Fäh zur Miss Schweiz gekürt worden. Und auch heute steht sie noch viel im Rampenlicht, vor allem als Schlagersängerin. Und wie es ihr hier dabei geht, das verratet sie uns hoffentlich bei der Zugfahrt durchs Appenzellerland. Ja, hoi Linda. Hey. Hallo. Hallo. Schön, bist du da. Danke vielmals. Platz nehmen gern. Sehr gern. So. Gemütlich. Ja, Linda, jetzt ist es ja gleich 10 Jahre her, dass du, ja, mal gerade vor 10 Jahren hast du meine Schweizer Krone auf dem St. Gallen geholt. Genau. Sag mal, an was kannst du dich noch erinnern? Ui, ja, an ganz viel. Ich meine, das war so ein intensives Jahr für mich. Dem hat mein Schritt in die Öffentlichkeit angefangen. Es war für mich ein riesiges Sprungbrett, auch für meine heutige Karriere natürlich. Aber am allermeisten mag ich mich schon noch erinnern an die Wahlnacht, weil so intensiv, das war natürlich ein einzigartiger, unglaublicher Moment gewesen, völlig überströmt. Der Moment, wo man deinen Namen gerufen hat. Ja, genau. Völlig überströmt mit Emotionen natürlich. Einerseits so ein bisschen Respekt vor dem, was jetzt auf mich zukommt. Oder? Ich war damals 21 gewesen, nicht gewusst, was jetzt alles wird passieren mit mir. Und andererseits aber einfach auch eine riesen Freude, weil wirklich ein grosser Traum in Erfüllung gegangen ist. Ist das etwas, was du schon länger davon geträumt hast? Ja, also ich habe das sage jetzt so als, ja, als Teenager, das schon ein bisschen vorher, mit 9, 10, 11, habe ich jede Miss Schweiz so immer geschaut. Ich war mega Fan von diesen Missen damals. Ich muss dazu sagen, sie sind auch immer dort, wo ich herkomme, aus Bänken. Nebendran in Uznach hat es immer eine grosse Autogrammstunde gegeben. Immer nach einer Woche, wo Miss Schweiz gewählt worden ist. Und ich bin immer an die Autogrammstunde, an dem ersten Samstag nach der Wahl, bin ich die ellenlange Schlange gestanden und habe ein Autogramm geholt von diesen amtierenden Missen. Bin also wirklich ein Fan gewesen, hatte alle die Heimwortner. Wahnsinn, und dann und bist du die gewesen, die dort gesessen ja. ist und Autogrammkarte ja, das war schon ein bisschen komisch 2009, wo dann ich auch in diesem Limpark sitzen und eben auch den kleinen Mädchen Autogramm geben, natürlich allen anderen. Ja, das ist wirklich ein Traum, der wahr geworden ist. Vielleicht hast du gemacht als Kauffrau, oder? In einer genau. Bank. Ja. Also, dann muss man sich vorstellen, da hat sich dein Leben von einem Moment auf den anderen total auf den Kopf gestellt. Komplett, wirklich, ja. Was waren so die grössten Veränderungen gewesen? Also die allergrösste ist sicher, dass ich über die Nacht schlagartig bekannt worden bin und dass man mich einfach wirklich überall gekannt hat. Und ja, vor 10 Jahren ist es so, dass meine Schweiz ist wirklich damals noch eine ganz grosse Tradition gewesen. Und jeder in der Schweiz hat, also fast jeder hat das gekannt und hat einen gekannt. Man ist plötzlich auf allen Titelblättern, man ist in jeder Fernsehsendung Gast, in jeder Radio, bei jedem Radiogast vorbei. Also ich habe eine wahnsinnige Zeit erlebt und mein Alltag hat plötzlich komplett anders ausgesehen. Ich glaube, im ersten Monat habe ich 30 Tage durchgeschafft und 5 Termine am Tag gehabt. Also ich bin plötzlich in eine Welt hineingekommen, die ich so natürlich noch nie erlebt habe. Was ist das Negative an dieser Welt? Für mich hat es, ehrlich gesagt, nie grosse negative Sachen gehabt. Also, ich habe das immer davon geträumt, diesen Schritt können zu machen. Und ich habe es vom ersten Moment extrem geschätzt. Ich war sehr dankbar gewesen, dass ich die Chance bekommen habe, weil nur eine Frau im Jahr wird in der Schweiz und eben nur alle Jahre jemand, dass ich eigentlich das Landmeidli zu Bänken aufgewachsen, 3'500 Seelendörfli, diesen Titel bekommt und jetzt so eine Chance bekommt, quasi in die grosse Welt rauszugehen und etwas mit dem zu machen und meine Träume zu verwirklichen. Das war für mich so immens, gewesen, dass ich das von Anfang an einfach mega genossen habe und gesagt habe, jetzt will ich die Chance nutzen, jetzt gebe ich alles. Darum hat es für mich eigentlich nie negative Aspekte gehabt. Was sicher, oder was du vorher auch angesprochen hast, dass dir der Miss Schweiz-Titel auch heute noch hilft in deiner Karriere. Mhm. Bring uns mal an den heutigen Stand, wo bist du jetzt dran? Also ich sage es so, es hat mir damals natürlich ist es für mich ein Sprungbrett gewesen, weil ich Bekanntheit hatte national. Ich habe, man hat mein Gesicht und meinen Namen gekannt und ich konnte mich wie in der Öffentlichkeit zeigen.
heute lebe ich als Schlagersängerin und Moderatorin, aber in erster Linie sicher als Schlagersängerin. Ich habe in all diesen Jahren mich etablieren in der Schlagerszene in der Schweiz. Darf fast jedes Wochenende irgendwo auf einer Bühne stehen. Unter anderem habe ich auch irgendwo den Sprung auf Deutschland geschafft. Das Jahr mit dem grossen Highlight, wo ich mit dem Florian Silbereisen auf seine grosse Deutschland-Tournee vom Schlagerfest. 26 Konzerte in grossen Städten in Deutschland. Jeden Abend zwischen 5 und 10'000 Leute. Also ich habe einen riesen Traum dafür leben jetzt das Jahr auch als Sängerin, und ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen zurückkommen, ich habe schon als Kind immer gesungen, ich bin mit Musik aufgewachsen, es ist für mich ein zweiter Traum gewesen, mal dürfen als Sängerin zu leben, nebst dem, dass ich mich Schweizer wählen werde. Wenn du so im Zug unterwegs bist, privat, hörst du dann da auch mal so ein bisschen Schlager auf den Kopfhörer? Gibt es auch andere Musik? Ich höre auf jeden Fall auch andere Musik, und gerade wenn ich Privatsachen höre. Grüezi miteinander. Grüezi, ja, super. Grüezi, herzlich willkommen. Linda Fetz, Gast, genau. Wir reden gerne ein bisschen. Sehr. Danke, ich freue mich auch hier bei euch im schönen Appenzell. Ja, das ist ein Traum, man kann es arbeiten, jeden Tag. Schon, geniessen genau. Sie das. Wunderbar. Ja, wir reden gerade über Schlagermusik. Können Sie mit Schlagermusik etwas anfangen? Ich bin ein Fan, genau. Aha, sehr schön, das CD, Herzschlag natürlich zuhause. Wirklich? Ja, wirklich. Das hätte ich Ihnen mitnehmen, den Autogramm bekommen, gell? Ja, ich habe Ihnen sonst das Autogramm da, wenn Sie wollen. Das ist super. Ja, ich habe natürlich gut, immer die eine oder andere in der Handtasche. Also jetzt hoffe ich, ich sage nichts Falsches. Moment. Kein Problem. Ein Stift habe ich mal, da hat es ein paar. Ja, wunderbar. Schreibe ich Ihnen doch gerne eins. Wie ist denn der Vorname? Erich. Erich, ja, schreiben wir euch das gerade persönlich hier drauf. Super, perfekt. Ja, mir geht es heute gut. Mit einem Herzchen. Danke vielmals. Und super. Vielleicht können Sie mich ja mal ans Konzert besuchen. Unbedingt, wenn ich Zeit habe. Wenn Sie nicht arbeiten müssen. Genau. Ja, genau. Zuerst kommt der Job, gell? Ja, natürlich. Also, alles Gute. Danke privat, gell? Schönen Tag noch. Danke vielmals. Merci. Kommen wir vielleicht noch mal auf die grosse Show zu sprechen mit dem Florian Silbereisen. Du hast gesagt, du bist dort wirklich auch mit grossen Namen auf der Bühne gestanden, hast können auf die Tournee gehen. Mhm. Ist auch da wieder ein Traum für dich in Erfüllung gegangen? Ja, definitiv. Also, ich würde sagen, in den letzten 7-8 Jahren, als ich als Sängerin wirklich Fuss fassen konnte und meinen Weg machen konnte, habe ich immer davon geträumt, mal auf eine grosse Konzerttournee zu gehen, wirklich Abend für Abend Menschen können beglücken und vor allem auch das Tourleben einmal können, spüren. Auch mit dem Tourbus unterwegs sein, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das genau ist. Weil unser Land ist eigentlich unkompliziert sein. Ja. Und das es sind heisst, wirklich. Ja, das heisst. Also, was heisst unkompliziert? Ich bin halt einfach ein Unkomplizierter. Für mich ist das. Ja, aber. Ja, eben, man sitzt halt einfach 4, 5, 6, manchmal 8 Stunden im Bus. Man schläft manchmal wenig, weil die Konzerte gehen lang. Und dann kann man manchmal auch nicht gerade einschlafen. Dann geht man noch ein paar, trinkt einen Tee oder auch mal ein Glas Wein mit allen miteinander. Und dann geht es am Morgen um 8, 9 Uhr aber wieder weiter, weil die nächste Stadt halt eben 500, 600 oder 700 Kilometer weiter weg ist. Deutschland ist natürlich viel grösser. Mhm. Und ja, da muss man halt auch mal so quer über die Stühle hineinlegen und mal noch eine Stunde schlafen oder so. Und ja, wie hast du es geschafft, um so auf dem Boden zu bleiben? Du, wo wirklich so viel jetzt erreicht hast. Ich würde sagen, also es war immer meine Einstellung, um einfach der Mensch zu bleiben, den ich immer war. Und halt, ich bin sehr dankbar für alles, was ich darf machen. Ich sehe es nicht als selbstverständlich, dass ich meinen grossen Traum auch darf leben, das, was ich am liebsten mache. Und ja, meine Familie sicher, meine Eltern, meine Geschwister, mein Mann, die mich einfach auch immer mit mir so sind, wie sie sind und wie ich immer gewesen bin. Hast du denn noch Zeit überhaupt für deinen Mann? Ja, ja. Also, wie führt man eine gute Ehe, wenn man so viel unterwegs ist? Oh, also, ich die Richtung würde von das beantworten. Ich glaube, unser Geheimnis ist einfach, erstens natürlich, dass wir uns lieben und vertrauen und dass wir am anderen Freiheiten lassen. Dass er meinen Job und das, was ich mache, respektiert mit allem, was es mit sich bringt. Dass ich eben mal auf einer Tournee bin und 4, 5 Wochen am Stück unterwegs bin und wir uns dann nur telefonisch hören oder eben er kommt mich mal an ein Konzert besuchen. Aber dann sieht man sich natürlich auch nicht so richtig intensiv. Aber dann kann er gleich mal ein bisschen eintauchen in die Welt, die ich dort gerade erlebe. Und dass man dann sich aber auch wieder Zeit nimmt, wenn man wieder ein bisschen Zeit hat und sich dann so ein bisschen wie Inseln schafft und Auszeiten nimmt.
ist Eifersucht nie ein Thema? Ich kann mich jetzt gerade erinnern, es hat dort so ein bisschen Schlagzeilen gegeben wegen Florian Silbereisen, so Gerüchte. Ja, genau. Wie haben wir das geregelt? Nein, also zum Glück bin ich auch sehr dankbar, dass ich so einen tollen Mann an meiner Seite habe, der mir da 100% vertraut und einfach auch weiss, wie es im Showbusiness mal ein bisschen zu und her gehen und dass halt auch die Presse manchmal einfach schreibt. Und dass es mal so Gerüchte geben kann. Und ich glaube, gerade in diesem Fall hat mein Mann und ich und auch der Florian ganz genau gewusst, was läuft oder was eben nicht läuft. Und das ist das Allerwichtigste. Kannst du immer gut umgehen mit dem Druck, der von außen kommt? Ja, ich würde sagen, mal mehr und mal weniger. Aber ich habe schon einiges gelernt in den letzten 10 Jahren, auch mit der Presse umzugehen und mit dem Druck umzugehen von der Presse. Und ja. Ich versuche das eigentlich sehr locker zu nehmen. Du bist das Jahr ja auch noch als gute Laune-Kapitän auf einem Schiff unterwegs gewesen. Genau. Hast du aber schlechte Laune? ich bin schon von Grund auf sehr ein fröhlicher Mensch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nicht oft schlechte Laune. Klar bin ich auch mal verrückt. Oder klar bin ich auch mal traurig oder beschäftigt mich auch mal etwas. Aber das sind Gefühl, das ich zu Hause in den vier Wänden loslasse. Und was macht dich denn verrückt zum Beispiel? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, andere Leute haben mich auch schon verrückt gemacht mit Aussagen oder mit ihrem Verhalten. Oder, nächste Haltestelle. Ich sage es so, mir ist in diesen 10 Jahren auch nicht alles vom Himmel gefallen. Ich musste auch kämpfen für Sachen. Oder dass ich jetzt noch eben 10 Jahre auf so einer Tournee sein. Ich hätte mir das vielleicht schon vor 5 Jahren gewünscht und musste auch lange dafür arbeiten und an mir arbeiten, dass ich so weit komme. Und wenn nicht immer alles klappt, dann ist man vielleicht auch mal enttäuscht oder zweifelt mal an sich selber oder ist auch mal verrückt mit irgendetwas. Und das sind aber Gefühle oder Situationen, die ich einfach zuhause mit meinen Liebsten teile oder auch mal auslasse und sicher nicht vor der Öffentlichkeit oder vor dem Publikum, weil für die bin ich schon, will ich schon die positiven Seiten von mir teilen und zeigen. Und dass du auch hart gekämpft hast, das beweist natürlich auch jetzt den Erfolg, den du momentan hast. Sieht man dich denn auch hier bei uns in der Region mal in der nächsten Zeit? Ja, ich bin jetzt gerade, bevor das Jahr dann vorbei ist, noch im schönen Rintel, also in Altstädt, St. Gallen. Ach, sehr schön. Komm ich her. Ah, wirklich? Ja. Cool. Dann hoffe ich, dann kommst du mich besuchen. Ja, wäre sehr. Wann ist denn das Konzert? Am 27. Dezember ist eine Winterparty. Weihnachtsstimmung so? Nein, ich glaube im Fall eher, es ist eine Party, eine Schlagerparty. Also für die, die noch so richtig Vollgas wollen, feiern und Party machen, so, bevor das Jahr vorbei ist, noch mal das so ist richtig. Immer gut. Die können vorbeikommen. Ich glaube, die jungen Zillertaler sind auch noch dabei. Die machen ja auch immer sehr gute Stimmung. Und ich freue mich da auch. Es ist, glaube ich, auf dem Rema-Gelände. Oha, Rema ja. Ist ja auch ein grosses Thema, natürlich. Oder? Bei euch in Altstädt. Bringst du den Almendplatz zum Kochen, genau, sozusagen. Genau. Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt und hoffe natürlich auch, die Ostschweizerinnen und Ostschweizer dort zu beglücken und zu begrüßen. Ja. Vielleicht noch zum Schluss, was wünschst du dir für die Zukunft? Gibt es da noch so Sachen, die willst du also schon noch erreichen? Ja, also ich sage immer, dass ich das weitermachen kann, was ich jetzt mache. Für das brauche ich oder wünsche ich mir immer den Support von meiner Familie und von meinem Mann, dass sie mich da immer begleitet und immer unterstützen, egal wohin mein Weg noch geht. Und natürlich, dass wir alle gesund bleiben, weil es ist so schnell so viel passiert und man muss immer mal wieder auch dankbar sein, dass es einem so gut geht und man das ausführen kann. Aber ja, das sind jetzt so ein bisschen die persönlichen Sachen, sage ich. Und beruflich gesehen natürlich. Nächste Haltestelle. Habe ich da schon auch noch eins oder das andere Träumchen. Und ich finde es auch gut und wichtig, dass man immer noch Ziele und Träume hat, dass man noch weiterkommen kann. Und ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre noch fleissig als Schlagersängerin unterwegs sein kann. Und jetzt gerade auch mit dem Startschuss von diesem Jahr, mit dieser Silbereisentournee, dass ich noch vermehrt kann, vielleicht auch in Deutschland unterwegs sein und vielleicht irgendwann so mal eine eigene Tournee darf machen, wo es nur einen Linda Fee-Abend gibt, mit so einem abendfüllenden Konzertprogramm, mit Liveband, mit Tänzer, wirklich so selber ein 2-stündiges Programm, das wäre cool. Das würden wir dir natürlich sehr wünschen. Danke vielmals, dass du da bist. Danke auch vielmals. Merci. Charlie, danke. Im Zug mit. Präsentiert von der Appenzeller Bahnen.